kräftiges Häkchen live online unter der Kategorie Intosa Radius, die Abtime beginnt. Willkommen bei Gamits TV. Heute testen wir Into the Radius. Ist ein Survival-Spiel, wo man überleben muss, und ich muss ehrlich sagen, wow. Die Grafik. Richtig geil. Ja, man schaut sich immer die Einstellungen an. Jetzt haben wir da Körper anzeigen. Sitzmodus machen wir dabei aus. Sprache Deutsch ist gut. Vignette aus. Steuerung. Dreh spontan. Glatt. Uff, das ist zu schnell. Bewegungsmode Nummer 1. Bewegungsrichtung Kopf. Controller. Berührung. System. Grafik. Da gibt's Qualität. Wenn man jetzt aufs Gras schaut. Performance. Ist das Gras weg und man hat mehr FPS. Wenn man mehr Details haben möchte, geht man auf Qualität. Ist, glaube ich, dann 60 FPS. Und hat man halt mehr Gras, und das mache ich aber. So. Da hat man nochmal die Steuerung vom Spiel. Neues Spiel. Es gibt leicht, normal, realistisch, in. Da kann man selber einstellen alles. Wir werden aber auf leicht spielen. The Turtle. Okay, das ist aktiviert, das ist nicht der. Keine Ahnung, keine manuelle Speichern. Game It is now live. Streaming Games plus Demos. Insel Radius VR 2. Na dann starten wir mal. Let's go. Willkommen beim Total im Intro der Radius. Wow, die Grafik ist heftig. Wow. Wähle die dominante Hand rechts. Größe der Armlänge, ich lasse alles so wie es ist. Bewegungsmethode normal. Blitzend normal. Controller. Halten glatt. Du kannst deine Armlänge anpassen. Dreh dich mit der rechten Stick. Bewege dich mit dem linken Stick.
Was ist das? Soll ich den Vogel da? Gegenstände zu nehmen, greifst du danach und drückst die L1 und oder R1. Das ist auch so eine komische Figur. Gut, linken, rechten Stick runter, dann duckt man sich. Geht noch nicht. Schreckt mich nicht so, bitte. You can see me? Hear me? Da drüben. Okay, laufen mit dem rechten linken Stick reindrücken, wieder loslassen. Come closer. Try to touch me. Touch me. I kept trying to speak to others, but they couldn't, and... Oh, help me, please. Okay. Das ist ein sehr schweres Survival-Spiel, sehr beliebt in VR. Soll das einer der besten VR-Spiele sein? Survival-Spiele-mäßig jetzt da. Schauen wir mal. Mal gucken. Sich da runter hüpfen. Genau. Das obere ist das mein Leben und das untere ist meine Ausdauer. Das muss ich hier so machen, so es ausschaut. Hebe die Heilungs. Okay. Jetzt geht das Leben wieder in die Höhe. Gut. Was sehen wir da? Die Grabqualität ist schon heftig. Sehr rein. Hebe das Messer auf in der Ferne auf. L1 oder R2 gedrückt haltet. Okay. Einen anderen Rucksack. Das kann man da dann reintun. Ja. Und man kann dann einfach rundherum gehen und den Rucksack dann befüllen, oben sieht man das Gewicht vom Rucksack.
Wenn man jetzt weiter weggeht oder so, ist automatisch wieder auf dem Rücken um. Ich fühle, dass etwas passiert. Dunkel ist da. Okay. Um mehr über den Gegenstand zu erfahren, drückst du mal 3. Wo ist jetzt die Taschenlampe? Da. Kann man Taschenlampe so oder so? Ein Gegner, ich habe nicht einmal noch Waffen. Jetzt kommen nur eine Sache. Sehen wir uns ein paar Sachen, Grundlagen an. Schnappdate. Kann ich das wieder? Rente. Okay. Sicher die Waffe mit Dreieck oder X. Oh, Trigger-Effekte.
verdammt, das ist gesichert. Okay. Ah, da sieht man's. Ich öffne die typische Magazin. Drücke Quadrattaste oder Kreuztaste, um das Magazin ganz rauszuwerfen. So. Du kannst die Munition auch in einzelnen aus der Kiste oder in. Ja, da habe ich, seht ihr schon. Stecke die Handfeuerwaffe in den. Und kann. Das Lustige ist, man kann die Leere. Die befüllen. Wenn man die Zeit dazu findet. Ein sehr realistisches Spiel. Geht nicht mehr. Ich habe noch mehr Platz. Map. Bin ich auch so? Ne. Man muss halt alles selber machen. Das ist logisch beim Survival-Spiel. So, jetzt müssen wir wohin? Da runter. Messer haben wir jetzt gar keins, oder? Dachlampe. Messer haben wir jetzt gar keins. Da hat man auch noch Anzeigen. Kilo und so weiter. Die Zone ist mit Raumzeit gefüllt. Oft sieht man unsichtbare und sehr gefährlich. Du kannst sie aufdecken, indem du eine Sonde wirfst. Ich schätze mal das da. Nimm die Sonde und. Ich habe keine mehr da. Ich habe da ja keine mehr. Ich habe die gerade da weggeschmissen musste.
darf da einfach, ich darf da nicht durchlaufen. Schon wieder. Und der Kopf vibriert auch. We need to make sure you stay that way. This is no place for the living. Go into the fog. See what's out there. Your memories will guide you. Now that we've made this connection, I can find you anywhere. Mhm. Oh. Eins Zuschauer, plus eins, Wecker 21 Meter 16 Sekunden. Wow. Wow. Okay. Stop. Authorized personnel only. Heben deine Raise Hände your hands Kopf, above ruhig. Your head for identification. Ich bin Freund. Explorer, this message is to remind you that you are the UNPSC. Kann er nicht Hände hoch und steuern? Research of the Bajorsk radius anomaly. No mission detected. On your contract extension. Your security level has been reset to zero due to long-term absence. Please proceed to your room and continue the missions. We are hoping for complete cooperation. Aha. Das ist mein kleines Zuhause. Öffne eine Mission. Es gibt zwei Arten von Missionen, normal und höchstens Priorität. Schließe dich. Geht ab um Missionen. Ausrüstung nehmen. Das ist eine tragbare Kopie der Karte. Wo? Aha, hinten am Arsch. Das bin ich. Sie stand. Da hat man die Karte, globale Karte. Und da, wo das M1 ist, schätze ich, muss ich hin. Und da hat man Missionen. Ausrüstung beschaffen. Tagebuch. Okay, einfach Popo hinten wieder rein. Mhm. Okay. Vergiss nicht, die Waffe zu sich. Gut, das heißt, da hat man jetzt das Essen, Spritze, Munition. Da kann ich jetzt da halt, ich gehe in eine offene Welt jetzt gleich, sammle Sachen, schmeiß die da rein, Pistole haben wir. Kasten irgendwann ist dann voll mit lauter Ressourcen. Dann was haben wir da. Da ist auch noch eine Map, ganz klein. Da muss ich hin. Ich kann mal, haben wir auch wieder ein Messer, habe ich ein Messer dabei? Ja. Endlich kann ich das auch noch vorher tun, oder? Hier hat man auch noch eine Waffe. Die kann man, glaube ich, da dazu tun. Dann hat man da. Wie gut die noch da ist, dann sieht man. Oh, der Urklein. Schaden, Gesundheit, Rückstoß, Störungshilfe. Ja, da kann man jetzt da herumschraufen, glaube ich sogar. Irgendwie. Und man muss auch die Waffen putzen und so. Nehmen wir sich noch eine zweite Waffe mit.
Jetzt muss ich es da liegen. So, haben wir noch was vergessen? Der Ofen. Bücher, Bücher. Genau, man kann ja auch Sachen verwerten oder verkaufen. Mal schauen, ob da draußen das ist. Speichern. Gut. Ah, da unten mal so eine Art Werkstatt. Wenn der Geburtstag hat. Geht das? Lol. Nehmen wir das Feuerzeug mit, wenn wir es sicher brauchen. Vielleicht Zigaretten nehmen wir auch mit. Brauchen ist ja wichtig. So. Was haben wir da hin? Gehen wir dort gerade hin. Sachen kaufen, okay. Schaut ein bisschen um. Genau. Da kann man sich Sachen kaufen. Sicherheitsstufe 1. Gibt es halt Überlebensressourcen, Nahrung, Freizeitaktivitäten. Gitarre? Gibt es sehr viele Rüstungen, Panzerweste, Helme. Munition, Waffen, alles drum und dran gibt es. Da weiß ich, dass das ist. Ah, das kann ich Gesundheit wiederherstellen. Wieder 5%. Reparieren, Lieferung, Verbesserung, reparieren. Lieferung. Verbesserungen. Da kann ich auch irgendwo die Sachen verkaufen. Ich glaube, das ist Eta. Oder dort halt kann ich dann Sachen verkaufen. So, Schießplatz von, schauen wir uns hier noch an. Das ist da drüben. Stand. Thank you.
Musst du auskennen mit den Waffen. Was habe ich jetzt mitgenommen? Ja, die werde ich sicher verlieren. Kann man Waffen reinigen? Dann sind meine Waffen nicht dabei. Kann man dann reinigen? Naja, gehen wir es einmal an, oder? Mit der ersten Mission. Genau. Jetzt meine Waffe wieder. Partikeln hat es ja geheißen, immer nach. So, jetzt sind wir zum ersten Mal draußen. Jetzt können wir herumlaufen, Ressourcen sammeln. Und wir sind hier, wir müssen aber dahin. Das heißt eher links da. Kamera. Kann man mitnehmen und verschäbeln. Das geht sogar. Na, ich will es da rein tun. Yeah! Kann ich die Waffe auch dahin tun? Daran muss ich mir ein bisschen noch gewöhnen dran. Da hinten ist ein Feind. Da darf ich ja nicht reinlaufen, da brauche ich so eine komische Ding. Ich muss da gerade durch dann. Da ist der erste Feind. Nein! Sieht man, wie viel Schuss ich habe?
Jeez, 100-watt hum again. Just got the new coil installed, should work all right. Gotta lock the thing up before some sneaky bastard breaks in and steals it again. Where did the key go? Okay, sind schon Erinnerungen. Mal ein bisschen nachgeladen. Wie gesagt, das ist halt ein Survival-Spiel nicht ganz einfach gemacht. Man muss wirklich alles selber machen. Wenn man, wenn man sowas mag, mag man das Spiel auch. Schon wieder nicht da. Ich bin voll erschrocken. Ich weiß nicht, ob ich den nicht mit Messer auch umbringen kann. Ich versuche das einfach mal. Komm her. Gleich einfacher. Schade, dass ich nicht auf der Hand machen kann. Spart man sich Munition. Ist auch sehr wichtig. Yes. Zigaretten. Jetzt lassen wir jetzt echt durch. Dosenfutter. Genau, wenn man das essen will, muss man das mit dem Messer dann essen und rauslöffeln. Das ist auch geil gemacht. Genau, das ist das, was man. Das ist das, was wir brauchen für die komischen Dinger da. Kann ich das drücken? Ja, was haben wir jetzt da? Das ist auch geil, dass man das so nachladen kann. Wegen einer Bedrohung.
Schade, dass wir es nicht daher geben können. Eine Armbanduhr habe ich gekriegt. Alter, was schreckst du? Die schreckt mich, die Frau. Essen. Das sind Samen. Kann man anbauen. Zigaretten kann man verkaufen. Munition. Die Frau hat mich voll erschrocken. I'm trapped somewhere terrible. I don't know where, just that it's dark here. And I can't move. I'm so sick of this place, whatever it is. My name's Katya, by the way. I'm so glad I found you. Finally, I'm not alone. Okay. Katya. Wir müssen jetzt aber. Also, ich habe das schon geschafft. Ist die Mission vorbei? Ja, ein Hakerl ist dort. Das heißt, wir müssen nach Hause. Okay. Cool, wir haben es geschafft. Das war die Ausrüstung. Gut. Ja, gespeichert hat auch. Genau, wenn man stirbt, fängt man wieder am letzten Speicherpunkt an. Jetzt kann man laufen und man sieht jetzt da die unteren Balken, dass der weniger wird. Ich werde mal versuchen, das Spiel im Sitzen zu spielen. Also ich geste das mit euch ganz genau. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann einstellen. Sitzmodus ein. Okay. Na, schauen wir mal. Ich meine, jetzt sind meine Hände nur gerade, weil ich mich da anlehne. Das ist sehr geil. Oh, da liegt einer. Kann ich jetzt Bob nach hinten? Ne. Ich will meine Karte. Ne, das geht nicht gut. Das Spiel ist, finde ich, besser im Stehen. Das ist besser. Ich kann auf meine Karte nicht zugreifen. Das Spiel speichern können wir jetzt auch selber. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, fangt man genau damit an. Kann man in die Autos rein? Genau. Wir sind da. Da oben ist sicher auch etwas. Mehr Geräusche. Was ist das?
Attention. This is UNPSC Emergency Guidance Recording L1-61. If you are listening to this, you are most likely suffering from one or more of the following conditions. A sense of displacement, disorientation, memory loss, ataxia, and visual auditory hallucinations. Please remain calm. You are experiencing the adverse effects of prolonged exposure to the Pechorsk radius. This recording was placed here by the UNPSC to guide affected personnel to safety. Jetzt haben wir schon ein paar Pistolen. Warum muss ich jetzt dorthin? Ah, das ist die Mission abgeben, oder? Hier kannst du deine Missionsziele einreichen und... Genau. Und jetzt... Was soll ich denn mit Armbanduhr? Wow, das ist viel Geld. Sicherheitsstufe 1, genau. So mehr Stufen man erreicht, 1, 2, 3, 4, 5, so mehr bessere Ausrüstung kann man sich da hinten drin kaufen. Weiter zum Ski. Skisplitz. Okay. Na dann. Läuft auch sehr flüssig, das Game. Welcome back, Explorer. This is the UNPSC training facility. To confirm your access level, you must pass a qualification test. Upon completing the procedure, you will be granted rights to buy better equipment. Okay. Jetzt kann ich auf einmal dorthin tun. Zielen sollte man dann auch. Na, das sind die. Dies ist ein... Wow, was ist das? Thank you.
Okay. Okay. Interessant. Wirklich jetzt da? Siehst du, was man da alles selber machen muss? Despite our best efforts, the only ones able to enter the radius, the former inhabitants of Pechorsk, die of organ failure if leaving the 2 kilometer zone around it. The committee needs your help in exploring the phenomenon and finding a cure. The radius is clearly hostile, and only you can shield humanity from its dangers. Okay.
Red Bull? Ah, da kann ich schlafen gehen. Sandmünze. Greife nach der Gitarre. Ach, das ist komisch geschrieben. Greife nach der Gitarre und drücke die 3. Ach, da kann ich Gitarre spielen. Ich glaube, da werden wir ein bisschen was verkaufen, Leute. Soll ich da? Uff. Leute. Kann ich jetzt da auf die Seite noch was tun? Nein? Oh ja, oder? Wo ist diese Waffe jetzt hin? Okay, geht so, auch ohne dem. Ja, gib mir ein Blektum. Wo ist das? Ups. Schauen wir mal, was haben wir jetzt. Mission. Finde den gelben. Jetzt gehen wir mal verkaufen. Willkommen bei Game Hits TV.
Hallöchen. Da kann man verkaufen, ja. Feuerzeug lassen wir sich lieber. Verkauft. Nahrung. Oh, Red Bull kann man sich kaufen. Freizeitartikel. Fahrzeug. Ist schon. Okay. Kampfausrüstung. Granate. Ja, Munition haben wir da jetzt. Leben ist auf 100%. Reparieren, haben wir irgendwas zum Reparieren? Haben wir jetzt nur eine Pistole mit? Ja. Nehmen wir eine zweite mit. Sicher, sicher. Anders. Nehmen wir Schücher zweite mit. Tun wir gleich reparieren. Wenn es nicht eh schon repariert ist. Ah, die ist hier repariert. Guck. So. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist noch da. So. Genau, bevor wir weitermachen, immer ein bisschen speichern, das wird gut. Schadet nicht. Kann man ja dort einmal sowas hinschießen. Die Simulation, ich Trottel. Ich glaube, das sind. Ich hätte mir das jetzt mitnehmen sollen vielleicht. Was ist denn das denn? Sonnensack.
Ach so, dass sie sieht das. Das da. Muss ich noch üben. Ich verstehe es nicht ganz. Warum steht einer? Spritz ist gut. Motion. Das schaut auch geil. Geil aus. Ich will den töten.
schauen, was da dahinter ist. Die Mission werden wir noch abschließen. Nein. Das ist hier offen. Die haben das gehört. Wo ist das Messer runtergeflogen? Fuck! Alter! Der schießt ja auf mich. Was ist das? I need to develop it while the back room is free. Oh, God, you will hate me if I don't bring it back. Oder gibt es zu looten? Looten. Kassette. Check. Meine Energy-Sachen. Bringt mich um. Gut, kann man nicht durch. Nein, nicht Magazin leer, oder? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich bin gleich tot. Egal, Trophäe und wir haben zum ersten Mal tot. Laden. Was ist auf weiter? Einmal gleich sehen. Uff, okay. Okay. Das war keine gute Idee vielleicht. Ich habe gar nichts dabei.
Vielleicht hätten wir doch laden sollen. Okay, haben wir alles dabei. Ich muss öfter speichern. Das Magazin war leer, Alter. Das Problem ist auch, man sieht nicht, wie viel Munition noch drin ist. Das sind leere Magazine. Nein.
speichern wir mal da. Falls wir sterben, dass wir gleich da anfangen. Immer wichtig, viel speichern. Wenn ihr das vergisst, könnt ihr alles von nochmal neu machen. Nein, schon wieder. Mensch, warum ist die immer gesichert? Da drüben müssen wir hin, das Haus. Ist der Frau? Ich will da looten. Das ist irgendwie ein Artefakt. Mein Vater war ein Truckdriver. Er wäre weg für lange Perioden von Zeit auf Inner-City-Routes. I wish he'd been away when the event happened, but it was right around his birthday. We still had unfinished cake in the fridge. Napoleon, his favorite. He taught me to drive when I was very young. We had a lot of fun. My father was the silent type and didn't spend much time with us girls, but driving was something he could share with me. Though we didn't know when or how I'd get a car of my own. I was really looking forward to that day. Freedom. And what do I have to look forward to now? You might be my only hope. No pressure. Artefakt. War das jetzt die Erinnerung, was ich bräuchte? Nein, ich bin noch nicht dort. Was ist das? Ach, das Gras. Das macht mich kaputt. Gut. Verstehe. Es kommt und geht. Gut zu wissen. Da ist die Erinnerung.
Man, I had enough of these halls. Parking and working and working overtime. What do I got for that? None. Well, that's how the world works, Vasilich. Uh-huh. Where's the... bad. The film was here just now. Need to develop it while the back room is free. Oh, Katya will hate me if I don't bring it back. Where's the... The film was here just now. Need to develop it while the back room is free. Oh, Katya will hate me if I don't bring it back. Der ist sicher da drinnen. Aber jetzt die Frage. Ohne dass wir sterben. Ich hoffe, das erschreckt mich jetzt nicht aus. Da ist irgendwas herinnen. Ich habe eine Waffe nicht. Ich glaube, das ist der Film, oder? Ja, wir haben den Film. Warte, bevor mich irgendwas umbringt, speichere ich lieber. Das kann ich euch jetzt eh auch zeigen. Wenn ich jetzt das Messer nehme. Kann ich das Messer aufmachen? Oh. Na, ist ja funktioniert. Wahrscheinlich nur mit sauberen Messer.
Ich habe gar nicht viel Leben. Wir müssen da raus, aber... Nein. Da ist das Tauschka. Aha. Where's the... Jetzt darf ich nur nicht sterben beim Herrn. Zurückgehen. Es ist Nacht. Oh Gott, you will hate me if I don't bring it back. Müssen in die Richtung. Weiß ich, dass da jetzt Viecher kommen? Am Abend. Nicht gut an. Wo ist die Film? Wo ist die Rolle jetzt? Da ist der. Was ist die? So, jetzt können wir hier kaufen. So, schon Zahnbürste, Zigarette. Kann man nicht verkaufen.
man verbessern? Was ich die Kassette, kann ich die da abspielen? Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir da drei Missionen. Normalerweise, das ist ein sauberes Messer, mal gucken. Kann ich das auch machen? Schlafen in der Nacht, Tag. So. Mission. Finde den seltsamen Mistzerstörer. Können wir gleich mehrere Missionen auch annehmen? Ja. Jetzt haben wir da auf der Karte drei Sachen. M1, 2, 3. Aber das machen wir nicht heute. Ja. Speichern. Ja Leute, das war's mit dem Spiel Into the Radius. Sehr schönes Spiel, sehr zu empfehlen, wenn man sowas mag. Herumrennen, looten. Also ein Survival-Spiel. Grafik ist top. Flüssig. Sehr zu empfehlen, ja. Dann sage ich, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Geh mit TV. Ciao.